Für die Installation benötigen Sie kein Spezialwissen. Sie sollten in grundlegende Fähigkeiten verfügen, diese Komponenten zu installieren. Sie brauchen die Möglichkeit, die Lambda-Sonden im Abgassystem zu installieren. Das System ist für 6-Zylinder, so auch für 8-Zylinder-Motoren geeignet. Legen Sie sich zu Installationsbeginn alle Bauteile bereit. Zur Installation reicht ein kleiner Seitenschneider und ein kleiner Schraubendreher. Wir unterscheiden einmal zwischen dem Mastermodul, dieses hat hier hinten eine freie Steckleiste, und dem Sekundärmodul ohne diese Steckleiste. Dies ist für die weitere Installation wichtig und zu beachten. Am Kabelbaum des Mastermoduls befinden sich neben den Einspritzventilsteckern auch ein Masseanschluss und die Kabel für den MEP-Sensor. Wir verbinden den Kabelbau mit dem Mastermodul und die Einspritzdüsen mit den Steckern. Über den Stecker der ersten Einspritzdüse wird gleichzeitig die Stromversorgung hergestellt. Beim 6-Zylinder-Motor bleibt das letzte Kabelpaar im Kabelbaum frei. Das Massekabel wird an einer geeigneten Position am Motor installiert. Stellen Sie die Verbindung mit den mitgelieferten Kabelverbindern zum T-MAP-Sensor her. Damit ist der Kabelbaum für das Mastermodul fertig installiert. Stellen Sie anschließend die Steckverbindungen auf der Sekundärseite her und verbinden Sie den Kabelbaum mit dem Steuergerät. Die Masseverbindung für das Sekundärsteuergerät wird über das Mastermodul hergestellt. Dabei ist es wichtig, dass der Stecker am Kabelbaum verwendet wird. Der Stecker am Steuergerät bleibt unbelegt. Verbinden Sie abschließend die beiden Steuermodule mit dem CAN-Kabel. Verbinden Sie nun die Kabelstränge der Lambda-Sonden mit dem Dual-Channel-Modul. Verschließen Sie die Steckerleisten mit den mitgelieferten Gummitüllen. Die Stromversorgung des Dual-Channel wird über die Leitung der Benzinpumpe hergestellt. Installieren Sie die Lambda-Sonden im Abgassystem und stellen Sie die Verbindung zum Dual-Channel her. Dabei ist darauf zu achten, dass die Primärseite des Mastermoduls mit dem ersten Eingang des Dual-Channel verbunden wird und den Eingang 2 mit der Sekundärseite. Abschließend verbinden Sie das Dual-Channel mit dem CAN-Kabel am Primär-Mastermodul. Damit ist das System betriebsbereit. Nach Einschalten der Zündung leuchten die LEDs der Poweranzeige. Die Einstellung mit dem Laptop wird im Fahrversuch auf dem Wasser gemacht.